Mitte Juli 2023 war es wieder soweit. Ein längerer Segelturn stand für die Biedewind an. Regina hatte sich eine Auszeit von ihrem Imbiss Cap Ort von 4 Wochen verordnet und wir starteten bei gutem Wetter von Fehmarn, Kors auf Geza und weiter nach Klintholm. Der Juli dieses Jahr zeichnete sich durch eine kräftige Westlage aus, sodass es einfach war, Richtung Osten zu segeln. Vom Münzglint ging es an den Klippen von Möhn vorbei, schnell auf die Südspitze Schwedens zu. Der kräftige West brachte uns schnell nach Ystad und von dort weiter in die Hanöbucht. Wir machten uns dann zahlreiche Tiefdruckgebiete mit Schauern und Starkwind zu schaffen. Zum Glück herrschte nicht nur Schiedwetter, sondern es gab auch schöne Augenblicke mit Sonnenschein und Wohlfühlklima. Wir machten in der kleinen Hafenstadt Aarhus fest, die von außen wie eine hässliche Industriestadt aussah, sich von innen aber als netter Hafen entpuppte mit einer lebendigen Musikszene. Nach einigen Hafentagen ging es weiter zur Insel Hanö. Ausgestattet mit einem Leuchtturm und einem netten Hafen, verweilten wir dort einige Tage und genossen das herrliche Wetter. Leider waren die Hochdruckgebiete nicht von langer Dauer. Und so beschlossen wir, die Schären auszulassen und direkt nach Karlskrona zu segeln, um das nächste Unwetter abzuwettern. Schnell waren 2 Wochen vorbei und die Hälfte unseres Turns erreicht. Es hieß umzukehren von Karlskrona und wieder Richtung Westen zu segeln, was angesichts des stetigen Westwindes eins der Hauptprobleme von nun ab werden würde. In Karlskrona wartete ich ein gutes Wetterfenster ab, um von dem kleinen Nothafen und Klippern einen Kurs auf die Erbseninseln absetzen zu können. Christians Ö lud mit herrlicher Live-Musik und atemberaubender Kulisse zum Verweilen ein. Nach einigen Tagen in der mittelalterlichen Festung hieß es wieder gegen den Westgang anzukreuzen und nach Bornholm überzusetzen, wo wir die nächsten Tage verbringen wollten. Traumhaft diese Insel mit ihren vielen kleinen Häfen, die zum Verweilen einluden. Das Sturmtief Zacharias kündigte sich an,
und ich machte mich auf den Weg um die Nordspitze von Bornholm, um von dort aus nach Rügen übersetzen zu können. 3 Wochen waren inzwischen vergangen und es war keine Zeit mehr, sich auf Bornholm 4 Tage einwehen zu lassen. Vorbei an der Hammerfestung ging es in den geräumigen Hafen Hasle, von wo aus ich den längeren Schlag nach Bornholm wagen wollte. In Sassnitz wetterten wir 4 Tage lang das Sturmtief Zacharias ab. Es gab zum Glück genügend urige Kneipen und auch sonstige Aktivitäten rundeten diese Tage ab. Sturmtief war noch nicht ganz abgeklungen, da machten wir uns auf dem Weg durch den Greifswalder Bodden hin zur Kleinstadt Greifswald, die wundervoll an einem kleinen Fluss gelegen ist. Auch hier verbrachten wir wieder 2 herrliche Hafentage. Unser Kurs führte uns weiter westwärts in die Hafenstadt Stralsund, die wir ebenfalls 2 Tage besuchen. Da inzwischen klar war, dass wir unser Zeitfenster von 4 Wochen nicht einhalten konnten, beschlossen wir, eine Woche hinten dran zu hängen und die Insel Hiddensee anzulaufen. Von Witte aus hieß es dann, den langen Schlag nach Warnemünde zu unternehmen. Zahlreiche Traditionssegler der Hanseseel aus Rostock kamen uns entgegen und verkürzten die Überfahrt. In Warnemünde musste ich nur einen Tag warten, bis ein günstiger Ostwind einsetzte und die Überfahrt nach Fehmarn gestattete. Der Kreis hatte sich geschlossen. Klippen von Möhn an die Südküste von Schweden, durch die stürmische Hörnibucht und Karlskrona sind wir übergesetzt nach Bornholm und von dort wieder zurück in unseren Heimathafen. 600 Seemeilen in 5 Wochen. Kein spektakulärer Schnitt, aber eine wundervolle Zeit. Es war Urlaub und keine Wettfahrt. Dieses kurze Video liefert nur ein paar Impressionen unseres Sommerturns. Willst du keinen der folgenden Teile verpassen, solltest du meinen Kanal abonnieren und gespannt sein auf die Abenteuer der Biedewind.